Wenn in Krise das Paraffin. Guck mal, Dreddys. Geil oder geil? Komm rein, Mama. Komm rein. Salam alaikum. Wie geht's dir, Mama? Alles gut? Guck mal, die sehen dich jetzt alle. Da sind deren Nachrichten. Das siehst du wahrscheinlich gar nicht. Was geht ab, Chat? Ich habe euch gesagt, heute machen wir einen schönen Iftar mit meiner Mama. Die ist ein bisschen aufgeregt. So aufgeregt. Bisschen? Brauchst du nicht. Die Leute sind lieb, die sind nett. Ja, lass essen erstmal. Lass essen. Und danach, wir kommen langsam rein. So, was geht ab, Chat? Was geht ab, ihr Mama? Ich hab denen gesagt, du bist 36. Wie alt bist du, ihr Mama? Sehr gut. So, Dreddys, was geht ab? Jovica mit 20 verschenken, ich küsse dein Herz. Ich muss sagen, Dankeschön, Jovica. Hey, Dankeschön, Jovica. Richtig. Mama, willst du Mixi Mix oder willst du was? Mixi Mix oder was? Trink nur Wasser euch. Mama, erzähl, du musst locker. Ihr müsst verstehen, sie ist ein bisschen aufgeregt. Ich mach das ja jeden Tag. Und wir haben Hunger. Wir haben noch nicht gegessen. Bitte. Meine Mama, die schämt sich. Aber sie ist eigentlich nicht so. Eigentlich ist sie hart. Manchmal muss das sein. Eigentlich ist sie sehr, sehr hart. Aber diese Sache kenne ich nicht. Ja, ich weiß. Das ist für mich auch fremd. Ja, normal. Aber bei Erziehen und anderen Sachen, mit dem Leben geht. Bisschen streng sein, natürlich. Gell? Zum Beispiel einmal, meine Frau hat Geschirr falsch gewischt. Meine Mutter hat gesagt, komm raus, wir klären das auf Straße. Nur Spaß. Und wegen dieser Leute hast du meine Karte. Ich weiß, ja. Wegen dieser Leute hast du meine Karte. Alhamdulillah, gell? Ja, Alhamdulillah. Das Ola, ist meine Augen. Ich bin so stolz auf dich, wirklich. Mashallah, ich küsse deine Augen. Alhamdulillah. Ja, komm, ess, ja, Mama. Schäm dich nicht, die sehen dich nicht. Alles gut. Sie sieht voll jung aus. Wie alt bist du, Mama? Ernst? Ich wäre 55. 55? Mhm. Mashallah, 55. Krass, wie schnell die Zeit vergeht, gell? Ja. Das kommt mir nicht so vor, Digga. 55 ist schon alt, ja? Du bist Oma geworden. Stolze Oma. Ihr habt uns ja auch Fragen gestellt und so. Und die Fragen gehen wir auch gleich durch. Dann kannst du auch ein bisschen über AVK erzählen. Die Katastrophe. Wir dürfen nicht so viel falsch machen. Der AVK ist echt eine ganz liebe Junge. Ein guter Junge, gell? Wirklich, also wirklich. Der ist eine, aber jeder hat seine Art. Mhm. Also, aber der ist eine ganz, eine korrekte Junge. Ich war bei ihm, Mama, gell? Mhm. Ich war mit seiner Mutter und ich habe so seine Mutter gesagt, wann heiratet er? Mhm. Und sie sagt so, ja, ich will, dass er heiratet. Ich habe ihm die gezeigt, ich habe ihm die gezeigt. Aber er will nicht heiraten. Er will Schule, YouTube, Business. Und ich sag zu seiner Mutter, dann hol ihn doch eine 40-Jährige, der heiratet sofort. Und er guckt mich an und sagt, das darf er doch nicht, dass du was nicht sagen. Das ist deine Mama. Ich will natürlich eine ganz junge Mädchen. Dass er war mit einem 40-Jährigen zusammen. So was, ich muss mich zurückhalten. Ich mag sowas gar nicht, das weißt du doch. Das ist, jeder macht, was er will, aber... Warte, ich glaube, du willst nicht essen heute, gell? Ah, Mr. Larue ist auch da. Mr. Larue, willst du auch mal Hallo sagen? Hallo. Alhamdulillah. Ey, wie verflucht mich gerade richtig. Ja. Der wird nie wiederkommen. Erzähl ja, Mama, erzähl ein bisschen. Die Leute wollen ein bisschen hören von dir. Die sind gespannt. Die wollen dich kennenlernen. Die wollen wissen, wo geht dieses ganze Geld hin, was du in Subs reinfällt. Da geht's zu mir. Die meine Karte. Hey, aber erzähl ein bisschen, was. So, damit die Leute ein bisschen wissen. Also, Semi hat keine Bankkarte, das habe ich seine Bankkarte. Er arbeitet und wir haben Geld. Ich mache euch ein Beispiel, gell? Digga, ist so hart. Meine Frau hat Geburtstag gehabt, gell? Und wir fahren zu meiner Mutter und meine kleine Schwester ist da. Und meine kleine Schwester gibt meiner Frau so ein Geschenk, so Masken und Haarmasken und Pflegeprodukte, Shampoos und so weiter. Und die sagt, ja, teurere. Und ich denke mir, okay, krass, und so haben die Geschenke. Gute haben die geholt. Benutze. Ja, Mann, die selber benutzt. Auf einmal, ich gehe Online-Banking, ich sehe Rossmann-Rechnung, 60 Euro. Ich denke mir, korrekt. Ich will nicht wissen, wie bei meinem Geburtstag Geschenk ist. Nimmt Sonja auch meine Kantkarte. Die Karte haben. Oder diese Karte, die läuft durch diese ganze Familie, so. Jeder hat sie einmal, Digga. Möchtest du auch ein bisschen Eis? Ey, komm, hier, ein bisschen Reis, Mann. Ja. Ja, oh.
Hab ich. Mein Schatz. Was haben die hier gemacht? Mein Schatz. Oh Gott. Ich erinnere meine Mama. Mhm. Schon ein bisschen, gell? Boah, Dennison! Das ist ein Arschloch, Mama. Schon, ja. Dennison, dankeschön, dankeschön. Der hat mich verarscht, dreimal. Ehrlich? Oh, der hat mich verarscht, dreimal. Er hat meine Lust genommen, ich wollte meinen Kanal löschen. Oh, der hat mich meine Lust genommen. Er hat mich angerufen und ich habe gedacht, ich rede mit ihm, dreimal. Und es war seine Mailbox. Oh, der dreimal, aber richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Der hat mich dreimal, hat er mich genommen, dreimal. Dennison, ich küsse dein Auge, mein Bruder, vielen, vielen Dank, Bruder. Dreimal, Mama, hintereinander. Der soll er nicht mehr machen. Jetzt. Das ist ein guter Junge. Oh, das ist ein guter Junge. Aber erzähl mal bitte, du hast mir doch erzählt, so die Leute bei Arbeit, die fragen immer, ja, was arbeitet dein Sohn? Was macht arbeitet deine Tochter? Ja, erzähl mal. Okay. Also, die Geschwister von Sammy, natürlich, die zwei sind die Studenten. Also die sind auch Mathe, Physik, die sind auch begabt. Und sogar, die Selma war doch sogar einmal in Zeitung. Also weil sie bei Mathe Wettbewerb. Also die sind gut. Jani, meine Schwestern sind krass geworden und ich bin ein Absturz. Das nein, muss ich damit sagen. Nein. Und dann okay, fragen also. Die, was machen die Mädchen? Ich sage, ja, die Studenten, die sind gut und so. Und was macht der Semi? Ja, habe ich gesagt, was soll ich jetzt sagen? Soll ich sagen, der Web? Der ist YouTube oder? Und die verstehen das nicht, dass er doch. Habe ich gesagt, ja, da macht er so diese. Du hast irgendwas anderes erstmal gesagt. Was hast du gesagt? Das ist erstmal gelogen. Was hast du gesagt? Ja, erstmal habe ich gesagt, der schreibt Geschichte. Geschichte, okay. Alhamdulillah, okay. Aber ich schreibe Geschichte. Ja, dann haben die gesagt, ja, was ist das? Ist das wie im Fernsehen oder was ist das? Die kennen das vielleicht gar nicht. Mhm. Also das war in Tunesien. Okay. Aber hier in Deutschland habe ich immer vermeidet zu sagen, dass du irgendwo in eine Richtung von Rappen und alles. Aber danach, ich bin so stolz auf dich. Was du machst. Haben die nicht einmal gesagt, ja, dann zeig mal, was dein Sohn ja, da haben die doch gesagt, das ist meine Schwester, die Deutsch kann. Ach so, guck mal. Ihre Schwester, meine Mutter sagt so, ja, Sammy, der rappt über Politik. Über Politik. Und dann hat sie gehört und hat gesagt, das ist nicht Politik, oder? Das ist ein bisschen andere Politik. Jupits auf Nass, die Mische im Longpaper zieh und du schiebst dir die Filme wie Tom Raider. Das ist was Drogen, oder was sagt er denn? Cannabis, Salam, Achi, Viva la Maghrib. Aber da haben wir jetzt die Sache schon geklärt. Wir sind einfach, wir stehen hinter dir, du machst richtig. Alhamdulillah. Du merkst, meine Mutter will gar nicht schlecht über mich reden. Das geht nicht. Obwohl es eigentlich todeswitzig war. Das ist mein Kind. Alhamdulillah, alles gut. Ich bin so stolz auf dich, wirklich. So. Wie geht's? Gut. Alhamdulillah. Hat Essen geschmeckt? Sehr gut. Habe ich gemacht? Ja, die Alina kocht richtig gut. Ja. Sie gibt einfach. Also auf jeden Fall, Drellis, ihr wisst auf jeden Fall, dass meine Frau jetzt Alina heißt, weil wir schon 100 Mal gesagt haben. Das habe ich doch gesagt, dass ich doch Fehler mache. Wir haben vorher geredet, dass ja, mein Name bestimmt leid. Geleakt wird. Nein, alles gut. Ja, es tut mir echt leid. Ihr wisst ja mittlerweile, ich hatte so eine, also schon eine harte Geburt und ich hatte auch viele Folgen und deswegen habe ich danach, ich kann mich konzentrieren, diese Kommentare, hört mal auf bitte. Die schreiben Abla Alina und so. Auf jeden Fall, ich hatte so eine harte Geburt und so. Danach habe ich auf jeden Fall Unterstützung gebraucht und die Oma war auf jeden Fall die ganze Zeit da. Sie hat hier geschlafen und sie hat sogar ihre Arbeit vernachlässigt, damit sie mir helfen kann. Bitteschön, gerne gemacht. Aber ich sag euch, ein Kind zu haben ist wirklich nicht leicht. Also, nee, das ist schon, ja, ist schon viel Arbeit. Du hast sogar 4 Stück. Ja, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ja. Aber unsere Zeit ist ganz anders als eure Zeit. Ja, das stimmt. Also irgendwie, wir haben irgendwie so. Wir müssen das machen. Keine Man muss Ahnung. Alleine zurechtkommen. Ja, zurechtkommen, ja. Aber erzähl mal von dir, Mama. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 6.
6 Geschwister? Mhm. Und du bist 7, oder wie? Nein, ich bin die 6. Ah, du bist die 6. Und wie war bei dir? Bist du die Älteste, die Jüngste? Oh je. Muss man jetzt darüber reden? Ja, komm, wissen. Die Leute wollen noch ein bisschen wissen. Okay, also, ja, wir sind 6 Geschwister und meine Mama ist früh gestorben. Also sie war, also auf jeden Fall, sie ist 44 geboren und sie ist 82 oder 83 gestorben. Okay, jung. Ganz jung. Ganz jung. Ich war 15. Du warst 15 Jahre ja, alt. Ja, ich war 15. Und du bist die Älteste? Ja, die Erste. Älteste? Ja, Älteste. Okay, okay. Ja, das war schon eine harte Zeit. Mhm. Also ich musste auch die Schule abbrechen, abbrechen ja. Okay, okay. Weil die Kleinen, die brauchen Hilfe. Und deswegen, weil man, deswegen jetzt, wie die Aline jetzt gesagt hat, bei dir war 4 Kinder, das war nicht so. Aber weil wir von Anfang, von Kleinen auf, also wir wachsen so, wir müssen halt. Wir jammern nicht so viel und wir machen nur. Justus, Dankeschön für 5 Verschenkte, ich küsse dein Auge. Wir haben keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Ja. Wir haben nicht anderes gesehen oder andere gelernt. Aber das war okay, Alhamdulillah, alles gut. Ja, das war schon anstrengend. Also 5 Geschwister, dass du auch für den Wäsche machen und kochen und Geld nach Hause bringen. Ja, von Anfang habe ich Schule nicht weitergemacht, aber danach bin ich habe ausgebildet als Schneiderin gelernt. Und dann musste ich doch natürlich die Familie unterstützen und helfen. Es ist interessant. Oh, das ist ja interessant. Weil wir kennen das hier nicht in Deutschland, ja, weißt du? Ja, aber für uns ist es Selbstverständnis. Also du bist da. Der Gott hatte dich auf der, oder die Mama hat dich auf der Welt natürlich mit Gott, mit Gottes Willen. Und dann bist du da und dann machst du dann halt. Du brauchst nicht so rumzicken und da gibt es damals nicht. Auch in Tunesien wahrscheinlich noch ein bisschen diese Sache noch da, denke ich. Hast du recht. Ja. Und wie war ich als Kind? Du warst mein Schatz, du warst süß, du warst gut. Kind, als Kind warst du ganz, ganz lieb. Masha'Allah, wirklich, ganz liebe Junge. Gut, 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 gut. Aber wo andere Zeit war, da war schon... Ich? Ja. Hör auf, Mann, ich hab studiert 2-mal. Wo denn? Ich hab studiert 2-mal. Ja, das war schon eine andere Zeit. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ja, ja, krass. Krass. Dann hast du mit 15, warst du alleine, hast du für die alle ja gesorgt, oder wie? Alles gekocht, geputzt. Dann mein Papa musste natürlich arbeiten. Mhm. Aber von Anfang, ich konnte nicht kochen. Dann hat er irgendwas Fleisch mitgebracht nach Hause, so Hähnchen oder sowas. Und dann sagt er, Kira, kannst du kochen? Ich habe gesagt, ja, ich kann das. Also, ja, kannst du machen? Habe ich gesagt, ja, ich mache. Dann habe ich gekocht. Da kam raus eine Brei. Ein Brei? Du hast von Hähnchen einen Brei gemacht? Ein Brei raus. Und dann sagt er immer, mein Kind, koch nicht mehr. Mach nur putzen und machen und langsam kannst du dann lernen. Und dann... Dann jetzt kann ich kochen. Okay, krass. Deine Mama ist die Beste. Meine Mama ist die Beste. Ihr wisst gar nicht... Es ist jetzt, wir müssen ein bisschen warm werden. Ja, sie schämt sich auch ein bisschen. Und ich will sie jetzt nicht so Ding überwältigen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch ein paar Fragen. Und sehr, sehr, sehr lustig. Meine Mutter hat auch viele Ähnlichkeiten mit SpongeBob. Weiß nicht warum, gell? Ich mag das nicht. Die gelbe Farbe. Erzähl mal mit Führerschein, der Mama. Ende defekt, ich hab doch Führerschein. Was knall? Fuck die Schnall! Ich hab doch wieder schon. Wie oft bist du durchgefallen? Ah ja, so schlimm doch nicht. Ich hab nur 2-mal durchgefallen. Ja, du bist 4-mal durchgefallen, ja. Aber habe ich meine Führerschein. Haben sie bekommen? Hat sie bekommen, ja, hat sie geschafft. Ja. Hat sie geschafft. Also das war die schwierige Sache, war die Sprache. Genau. Das Leute, muss man schon lernen. Die Leute wollen auch wissen, wegen deiner Arbeit, was du da so Ding. Ich hab dir erzählt, dass du bist im Krankenhaus arbeitest, schon seit ein paar Jahren. 11 Jahre. 11 Jahre schon im Krankenhaus. Und du hast mir auch schon ein paar Sachen so erzählt, was da passiert ist und was nicht passiert ist. Ja. Und gibt schlimme Sachen, die da passiert sind. Aber du musst es versuchen, hier so ein bisschen harmlos zu erzählen. So. Ah, was heißt das schlimme Sache? Das ist Krankenhaus. Ja, das Krankenhaus, ja. Du gehst in Krankenhaus, du gehst nicht so schöne Sachen zu sehen. Aber die wissen nicht, was es heißt, Krankenhaus zu arbeiten. Ja, Krankenhaus zu arbeiten, das ist nicht ist einfach. Hart, ja? Ja, es ist also...
man soll Sachen nicht mitnehmen, also das ist von Anfang an, muss man schon, wenn du da arbeitest und nach Hause kommst, man versucht zu vergessen die ganze Sache. Das heißt vergessen, dass man doch, also es ist so schwierig. Was war so schlimmste Sache, die du da gesehen hast? Es gab so echt viele Sachen, die... Also ich weiß die Sachen schon so ein bisschen, nicht alles, aber ich weiß schon viel. Nur ich muss halt so fragen, dass die auch wissen, so, also Jani, Menschen sterben und so, hast du gesehen, warst du dabei? Das ist normal. Das ist normal. Das ist normal. Also warst du auch dabei, so im letzten Augenblick, ja, so, warst du auch dabei? Das ist aber normal. Okay, krass. Also was normal ist, wenn plötzlich, oder junge Leute. Junge Leute, warst du auch bei jungen Leuten dabei? Also ich war bei jungen Leuten nicht beim Sterben, aber eine, der war richtig schwer krank, der war palliativ. Und was heißt das zum Beispiel? Palliativ, das ist eine Endstation. Wenn man krebskrank, dann mit dieser Chemotherapie und alle Sachen, dann ist es halt nicht so viel Chance hat. Ja, okay. War das dieser Mann mit diesen Schläuchen hier? War das dieser Junge? Nee, das der, war wo nicht. Er geschlafen hat, hat er sein Schläuche weggemacht? Ja, das ist, nee, das ist harmlos. Das ist harmlos gewesen? Das ist harmlos, das ist nichts. Krass. Ja, aber der Junge, der war also todkrank, sag ich mal, und er braucht auch eine seelische Hilfe, also zum Reden und alles. Und ich war kurz da, da hat er so erzählt, warum muss ich und warum das da? Und dann, wenn du hörst und dann siehst du einen schönen jungen Mann, das ist schon, die Träne kommt schon. Und wie lange später war er dann weg? Ja, das war ein paar Tage. Okay, krass. Ein paar Tage. Krass. Krass. Das nimmt einen schon mit dann so im Nachhinein, von Anfang, gell? Ja. Krass, von krass. Anfang, ja, du kommst nach Hause, du willst irgendwie reden. Ja. Aber mit der Zeit, dann denkt man sich so, subhanallah, ja, das ist das Leben so, ja, gell? Das ist, nein, da musst du dabei. Du sagst, okay, da, wie wir leben, gibt Leute, die leben und dann sterben. Und das gehört unserem Leben. Krass. Meinung zu ABK, ABK? Was sagst du zu ABK? Nochmal, weil viele Leute sind dazugekommen. Ja, es ist ein... Ich mag ABK. Du magst ihn. So wie der ist. Ja, richtig. Ich mag ihn. Er ist ein guter Junge. Wenn das zu mir kommt, Da siehst du schon, wie lieb ist das. Es ist wie Mama und Sohn. Wirklich. Nein, ich mag ABK. Es ist seine Art so, sein Charakter so, kann man nicht ändern. Aber im Endeffekt, der ist eine liebe Junge. Das stimmt, ja. Ich mag ihn. Und wenn wir dieses neue Video drehen, bist du auch dabei? Ich mach das immer mit. Mama, bitte, lass mich nicht hängen. Also. Bei welcher Sprache? Also Deutsch, bisschen Französisch, Arabisch. Kannst du auch Englisch? Nein. Komm, ein Satz in Englisch. Ja, was denn? Sag, wie geht's dir? Ich kenn dich nicht mehr. Bitte. Also. Nein, du musst. Na, was denn das in deinen Kopf? Komm, bitte. Nein, ich weiß es. Ist nicht schlimm, Walla, ist nicht schlimm. Wie heißt Englisch? Überleg, du weißt. Ich weiß es nicht, jetzt fällt mir nicht ein. So, und dann, so, erzähl mal so, erste Klasse, zweite Klasse und danach so ein bisschen. Also bis, glaube ich, vierte Klasse. Ja. Und dann, wo du auf Real bist, dann war es ein bisschen anders. Dann war ein bisschen komisch, ja. Es war ein bisschen komisch. Dann, so mit 13, so 12, ja, 13. Ja, habe ich gesagt, oh mein Gott, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, erklären, reden, oh mein Gott. Ich glaube, wir haben ein Jahr 5. Klassenkonferenz gehabt. Ja, scheiße. Und dann, jedes... Da war schon viel Probleme, gell? Ja, oh mein Gott. Und dann die Lehrer ruft an. Weißt du noch, mit den Jungen und seiner Nase und so? Ja, das war nicht schön. Boah, joi. Danach ist der Sämel geworden, der ist, weiß, andere Seite gewechselt. Ja, das geht nicht. Du hast mir noch gesagt, du hast bestimmt wegen, weil du ihn hast. Nein, sag nicht. Du weißt schon, was ich meine und ich weiß, was du meinst. Meine Mutter ist keine Ärztin, meine Mutter ist Krankenschwester. Oder? Soll ich mal so sagen? Pfleger. Krankenpflegerin. Ist sie geimpft? Ja, du bist geimpft. Erzähl mal den Leuten wegen Impfung. Also das ist jetzt positiv oder negativ? Also es ist eine gute Sache. Voilà, gut. Ja. Weißt du noch, am Anfang, du hast mich angerufen, du hast gesagt, soll ich machen, soll ich nicht machen, soll ich machen, also, soll ich nicht machen. Weißt du warum? Viele Leute erzählen, ja, diese Impfung ist nicht gut, der andere Impfung ist nicht gut. Aber Endeffekt. Endeffekt. Es ist... Nein. Ist doch gut. Also ich bin froh, dass ich jetzt wirklich geimpft habe. Was mit Kopftuch? Darfst du damit arbeiten? Ich binde nur ein bisschen anders, aber ich darf.
Was sagst du zu meiner Musik? Ja, ich höre auch deine Musik. Echt? Ja. Mashallah. Ich bin auch ein Fan. Ein Natürlich, eure Mutter muss euch doch unterstützen, ja. Das ist immer normal. Ja. Ich habe gehört, immer wenn du in ein Krankenhaus reingehst, du hörst Balieu. Und wenn deine Chefin kommt, dann sagst du, wie es geht. Ich habe alle gezeigt. Hast du gezeigt? Natürlich. Jetzt denkst du dir, egal. Der macht doch nichts Schlechtes. Dann sagst du dir, egal. Hier, guck mal, das Karte. Ist mein... Ja. Guck mal, hier, mein Sohn hat das so und so und so. Jetzt neue Lied. Korrekt. Krass, ja. Korrekt. Alle wissen schon. Meine Mutter kennt viele von meinen Freunden, aber so, ich weiß nicht, von Namen her. Also hier, wo ich aufgewachsen bin, hier in Nied, das war immer schlechte Freunde. Immer schlechte. Also sie haben mir immer gesagt, diese Leute, mit denen du bist, das ist nicht so gut. Jetzt, wir sind erwachsen geworden. Ja. Und man guckt, man hat viele Fehler gemacht, aber was willst du machen? Ja. Nee, meine Mutter guckt auch die Livestreams, oder? Ja, jeden Abend. Jeden Abend, Alhamdulillah. Ich muss hören, was er sagt. Ja, normal. Du musst wissen, ja. Gell? Update sein, gell? Mhm. Meine Mutter guckt auch immer, wenn ich mit Miss Delary, wenn wir uns da ein bisschen ja, Ding. Ja.